Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitparkfans. Nach den vielen großen Neuheiten wie Arthur, Flug der Dämonen, Skyscream oder Chiapas im letzten Jahr lassen es die deutschen Freizeitparks in 2015 wieder etwas ruhiger angehen. Dennoch gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl von neuen Attraktionen und Bahnen in den verschiedenen Ausflugszielen zu entdecken. Und genau diese möchte ich euch pünktlich zum Saisonstart in einer Neuheitenübersicht jetzt näher vorstellen. Den Anfang der Übersicht machen wir im Süden Deutschlands und starten im Skyline Park. Gleich vier neue Attraktionen und Bahnen sollen das Angebot für Familien erweitern. Dabei stehen besonders die Kinder im Mittelpunkt. Mit dem Pony Trip eröffnet der Park eine neue Pferdereitbahn. Ebenfalls eher für die Kleinen ist der neue Spielbereich Kids Farm. Dieser wird als Bauernhof thematisiert und hält neben einigen Tieren auch viele Spiel-, Kletter-, Rutsch- und Versteckmöglichkeiten bereit. Feuchtfröhlich wird es ab Sommer beim Watersplash. Hierbei handelt es sich um eine kleine und kompakte Splash-Battle-Anlage von Starnik. Bei der letzten Neuheit geht es hoch hinaus. Und natürlich darf dann auch ein Sky im Namen nicht fehlen. Ab dem Frühjahr könnt ihr euch beim Skywalk auf einen der beliebten Hochseilparcours begeben. Allerdings sollte man bei der maximalen Höhe von 10 Metern schon ein wenig schwindelfrei sein. Zusätzlich zu diesen Neuheiten wird auch ein altes Kinderkarussell durch ein neues ersetzt. Auf das Familienpublikum setzt auch der Freizeitpark Ruhpolding. Hier allerdings in einem deutlich kleineren Ausmaß. Dabei entstehen bis zum Sommer ein kleiner Klettergarten für Kinder und das Baumhaus Gogolori. Allerdings ist dies nur für Feiern oder Treffen von kleinen Gruppen gedacht und gehört nicht direkt zum Park, sondern muss separat gemietet werden. Eine neue Indoor-Attraktion eröffnet im Legoland Deutschland. Dabei handelt es sich um einen Walkthrough mit Spiegellabyrinth und Laserparcours. Thematisiert wird diese Familienattraktion als Lego City Polizeistation. Zusätzlich dazu erhalten alle Legoländer, also auch das bei Günzburg, einen neuen Film im 4D-Kino. Die Story wird dabei an den bekannten Kinofilm Lego The Movie angelehnt und mit einigen Effekten ausgestattet. Und auch im Rest des Parks wird fleißig gearbeitet und renoviert, damit sich das Legoland pünktlich zum Saisonstart von seiner besten Seite präsentieren kann. Um einen komplett neuen Bereich wird das Ravensburger Spieleland erweitert. In der ca. 5000 Quadratmeter großen Maus- und Elefanten-Erlebniswelt eröffnet ab dieser Saison ein neuer Balance- und Kletterparcours und das Mauskino. Im Kino werden dabei die bei Jung und Alt beliebten Lach- und Sachgeschichten und der 3D-Film Blue Magic gezeigt. Zusätzlich dazu wird auch noch eine neue Seilbrücke über dem Alpine Rafting gebaut, die den Kletterbereich in dieser Ecke des Parks erweitert. Alle Fans von Wasserattraktionen können sich auf eine interessante neue Rutsche im Europabad Karlsruhe freuen. Die Green Viper ist eine völlig einzigartige Wasserrutsche, die es so kein zweites Mal gibt. Das größte Highlight ist dabei der sogenannte Europabad Jump. Dabei entsteht die Illusion, man würde geradewegs in ein Schlangenmaul rutschen, doch tatsächlich macht man einen kleinen Jump nach unten und entkommt natürlich dem gefräßigen Reptil. Als weiteres Element kommt noch ein liegender Trichter hinzu, der zusätzlich mit einem Wasserfall noch interessanter wird. Und das ist auch nicht der einzige Effekt. Während der Rutschpartie soll es unter anderem auch noch einige Lichteffekte geben. Und als Bonus erhält die Green Viper sogar eine Thematisierung mit eigenem Soundtrack. Mit mehreren kleinen Veränderungen geht der Europapark in seine Jubiläumssaison. Zum einen erhält das 4D-Kino einen neuen Film namens Das Zeitkarussell. Dabei geht es mit den bekannten Parkmaskottchen auf eine abenteuerliche Reise. Die zweite Neuheit im Europapark wird ein neues 360-Grad-Kino. Darin wird der Film Beautiful Europe gezeigt, in dem man Europa auf eine bisher nie gesehene Art erleben soll. Zusätzlich gibt es auch noch einige weitere Veränderungen im Park. Besonders zu erwähnen ist dabei die Überarbeitung des Splash Battle Whale Adventures mit zwei neuen Indoor-Bereichen, die Umgestaltung des Eurotowers und die Renovierung der Columbus-Jolle. Passend zum Jubiläum des Parks wird auch das Showprogramm dementsprechend angepasst und auch die tägliche Parade wird von Grund auf erneuert. Und alle Musical-Fans dürfen sich auf eine Verlängerung von Spook Me freuen. Dieses aus dem letzten Jahr bekannte Musical wird ab Saisonstart bis zum 7. Juni und natürlich während der Halloween-Wochen aufgeführt. Zusätzlich dazu wird es auch im Gastronomiebereich und im Hotel Resort noch kleinere Veränderungen geben, welche die Neuheiten im Europapark abrunden. Ähnliche Neuerungen gibt es ebenfalls im Erlebnispark Tripsdrill. Auch hier stehen Überarbeitung und neue Gastronomieangebote im Vordergrund.
wobei der Park dabei eigentlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Denn mit dem neuen Restaurant wird nicht nur der Hunger gestillt, sondern auch gleichzeitig die Thematisierung des Bereiches rund um die Achterbahn Karacho abgeschlossen. Das gleiche gilt übrigens auch für den Holiday Park, denn auch dort wird die Thematisierung der Achterbahn Skyscream zur neuen Saison vollendet. Der bis dato nackte Wartebereich hat sich inzwischen in ein Horrorlaboratorium verwandelt und dürfte schon vor der Fahrt für reichlich Gänsehaut bei den Besuchern sorgen. Adrenalin verspricht auch der neue Skyfly von Gerstlauer. Diese neue Attraktion ersetzt den alten Bounty Tower und lädt zu einem rasanten Flug in bis zu 22 Metern Höhe ein. Gestaltet wird das Ganze übrigens mit einer Flugshow-Thematisierung. Und wo wir gerade bei der Thematisierung sind, auch das Restaurant Pfalzgraf erstrahlt zum Saisonstart mit einer neuen Gestaltung und eröffnet als Casa Palatina im italienischen Stil. Zusätzlich gibt es auch für alle Fans der Achterbahn Expedition GeForce eine gute Nachricht. Diese bekommt nach 14 Jahren endlich ein Dach über der Station, um euch vor Wind und Wetter zu schützen. Seinen in den letzten Jahren eingeschlagenen Weg setzt das Freizeitland Geiselwind auch 2015 weiter fort. Im Klartext heißt dies, dass auch in der neuen Saison wieder eine von Volksfesten bekannte Bahn eine temporäre Heimat im Geiselwind findet. Dabei handelt es sich um die kompakte Looping-Achterbahn Cobra vom Schausteller Atsch. Die ca. 13 Meter hohe und ungefähr 260 Meter lange Anlage wird vom 1. Mai bis 13. September zu Gast im Park sein und die im letzten Jahr dort beheimatete Achterbahn Black Hole ersetzen. Somit finden die Besucher zwar einen neuen Coaster, aber dennoch leider wieder keine wirkliche Erweiterung im Park. Auch nicht neu ist das Fidekino im Park, jedoch gibt es hier mit Dino Safari wenigstens einen neuen Film. Eine dagegen wirklich fabrikneue Anlage erwartet uns im Freizeitpark Plon. Mit Minibar und das Geheimnis von Gold Creek City eröffnet der Park seine inzwischen fünfte Achterbahn. Dabei handelt es sich um einen ca. 260 Meter langen Powered Coaster von Mack Rides. Diese aufwendig gestaltete Anlage wird komplett indoor verlaufen und mit multimedialen Effekten ausgestattet. Dabei wird der Achterbahnzug zwei Runden durch die Halle drehen, einmal langsam und einmal schnell. Während der langsamen Durchfahrt wird mittels einer Mapping-Show die Story der Bahn erzählt. Allerdings bleibt abzuwarten, wie aufwendig diese Show tatsächlich wird. Denn eine lange Geschichte dürfte sich nicht gerade positiv auf die Kapazität der Anlage auswirken. Zusätzlich dazu wird es auch im Dorf der Gallier eine Veränderung geben. An dieser Stelle entsteht nämlich der neue und auch größere Eingang zum Park, um die Besucher ab Saisonstart würdig begrüßen zu können. Der Freizeitpark Belantis eröffnet im Verlauf des Jahres auch eine neue Attraktion. Dabei wird es sich um eine neue Familienachterbahn handeln, die ab Sommer den Besuchern zur Verfügung stehen wird. Allerdings kann ich an dieser Stelle nichts Genaueres dazu sagen, da es bisher noch keine offizielle Bestätigung seitens des Parks gibt. Alle Wasserratten dürfen sich im Tropical Island auf einen großen neuen Außenbereich freuen. Auf über 30.000 Quadratmeter entstehen dabei mehrere Wasserbecken, große Liegewiesen, ein Kinderspielbereich und ein künstlicher ca. 200 Meter langer Wildwasserfluss. Abgerundet wird der Bereich noch durch zusätzliche Sporteinrichtungen und natürlich auch neuer Gastronomie. Eingebettet in eine Dünenlandschaft könnt ihr damit endlich Wasserspaß unter freier Sonne erleben. Allerdings wird der Bereich wahrscheinlich erst ab November eröffnet. Zusätzlich wird auch das Übernachtungsangebot erweitert. Denn auf dem Gelände des Campingplatzes eröffnet demnächst 60 weitere Mobile Homes, damit einem entspannten Kurzurlaub nichts mehr im Wege steht. Ein neuer Indoor-Bereich namens Fox 4 eröffnet in diesem Jahr im Fort Fun. Hauptattraktion in diesem Bereich wird ein interaktiver Motion Ride. Dieser wird auf den Namen Fox Dome getauft und ist eine Mischung aus 3D-Kino und Simulator. Dabei können die Besucher mittels Laserpistolen aktiv in das Erlebnis eintauchen und so Teil des Abenteuers werden. Um die Illusion abzurunden, wird die Attraktion auch noch mit Licht- und Windeffekten ergänzt. Zusätzlich zu dieser neuen Familienattraktion wird auch ein alter Klassiker im Park wieder in Schuss gebracht. Der Rapid River Rio Grande wird dabei komplett renoviert und verschönert, um auch in den nächsten Jahren wieder für viel Spaß bei den Mitfahrern zu sorgen. Und auch an die ganz kleinen Besucher hat das Fort Fun gedacht. Für diese ziehen nämlich eine Reihe verschiedener neuer Tiere in den Park. Im zweiten Jahr unter neuer Führung erweitert auch der Eifelpark das Angebot der Attraktionen. Dabei steht ganz klar das Thema Piraten und Wasser im Mittelpunkt. Es eröffnen gleich mehrere neue Bahnen im Park. Neuheit Nummer 1 ist die Gondorfer Piratenschlacht.
Hierbei handelt es sich um ein kompaktes Splash-Battle, welches logischerweise auch im Piratenlook thematisiert wird. Und auch bei der Neuheit Nummer 2 dreht es sich im wahrsten Sinne des Wortes um das Thema Wasser. Bei der Eifeler Wasserjagd handelt es sich nämlich um eines der beliebten Wasserrondelle. Und auch für die kleinen Besucher, denen diese Attraktion dann doch etwas zu schnell ist, baut der Eifelpark einen neuen Wasserspielplatz. Zusätzlich dazu wird auch noch ein neuer See angelegt, auf dem in Krokodil-Tretbooten fröhlich umhergestrampelt werden kann. An gleicher Stelle eröffnet ebenfalls für die kleinen Besucher die Mini-Piratenfahrt. Passend zu diesen ganzen Neuheiten wird auch die Familienachterbahn in diesem Bereich mit einem neuen Piratenthemen gestaltet. Somit darf sich das Familienpublikum alles in allem also wieder über sinnvolle Ergänzungen freuen. Ein alter Klassiker eröffnet im Wunderland Kalka. Genauer gesagt handelt es sich dabei um den ehemaligen Kondor von Hus, der bis letztes Jahr noch seine Runden im Holiday Park drehte. In Kalka können Schwindelfreie ab dieser Saison mit dem rund 30 Meter hohen Fahrgeschäft ihre Runden drehen und den Ausblick auf den Rhein und die nähere Umgebung genießen. Nach The Lost Temple im letzten Jahr wird es im Moviepark in 2015 keine wirkliche Neuheit geben. Somit gibt es also eigentlich auch keinen Grund, den Park bei Bottrop in diesem Video zu erwähnen. Aber da viele von euch trotzdem nicht ohne den Park können und ganz besonders um wahrscheinlichen Nachfragen vorzubeugen, jetzt wenigstens zwei kurze Infos zum Moviepark. Zum einen wird das Showprogramm zum wiederholten Male verändert und zum anderen ziehen die aus dem Kino bekannten Minions in den Park. Und das war es auch schon. Also wirklich nichts Weltbewegendes. Etwas interessanter sind da schon die Neuheiten im Rastiland. Wobei neu trifft es auch nur teilweise. Denn für die erste Bahn baut der Park seine über 40 Jahre Oldtimerbahn zur interaktiven Afrika-Fotosafari um. Dafür wird die komplette Anlage renoviert und im Afrika-Design gestaltet. Interaktiv wird das Ganze durch am Wagen angebrachte Fotoapparate. Mit diesen können viele neue Ziele, oder besser gesagt Tiere, während der Fahrt geknipst werden. Und natürlich erfahrt ihr am Ende auch, ob ihr den Highscore geknackt habt. Die zweite Neuheit ist eine zusätzliche Indoor-Attraktion im ehemaligen Varieté. Beim Laser Planet wird es sich um einen interaktiven Laserparcours handeln, ähnlich wie man ihn zum Beispiel aus dem Ford Fun kennt. Gestaltet wird das Ganze übrigens mit einem Weltraum-Theming. Im Potspark Minden erwartet euch eine stürmische Neuheit. Mit Klabautermann entsteht dort ein neuer Contiki. Die Eröffnung ist allerdings erst für den Frühsommer geplant. Dann wird das beliebte Fahrgeschäft jedoch bestimmt für viel Spaß beim Familienpublikum sorgen. Ein wilder Ritt erwartet euch im Serengeti-Park. Die neue Bootstour Black Mamba River entführt euch dabei auf den afrikanischen Kontinent. Allerdings handelt es sich dabei um keine gewöhnliche Bootsfahrt, wie sie zum Beispiel in anderen Parks zu finden ist. Denn hier geht es in einem echten Jetboot wirklich rasant zur Sache. Und für alle, die es lieber etwas ruhiger angehen wollen, gibt es in dieser Saison die Serengeti-Show im neuen Zirkuszelt. Nach diesem Abstecher in die Serengeti begeben wir uns jetzt aber in die Heide. Genauer gesagt in den Heidepark. Dort liegt nach der großen Neuheit Flug der Dämonen im letzten Jahr der Schwerpunkt mehr auf Ergänzungen für das Familienpublikum. Mit dem Wüstenflitzer eröffnet eine neue Kinderfahrschule im Bereich bei Desert Race. Thematisch wird diese bei Kindern beliebte Attraktion logischerweise als Wüste gestaltet. Nicht ganz so trocken wird es hingegen bei der Erweiterung des Abenteuerhotels. Denn dieses wird ab Mai mit einem kleinen Spaßbad ergänzt. Allerdings darf dabei nicht allzu viel erwartet werden. Denn die Fläche ist eher klein und kann nicht mit großen Erlebnisbädern wie etwa in der nahen Therme Soltau verglichen werden. Dennoch ist dies natürlich eine sinnvolle Erweiterung des Resorts für Übernachtungsgäste. Reisen wir jetzt aber weiter in den hohen Norden der Republik und kommen zum Hansapark. Hier eröffnet im Verlauf der Saison die wohl spannendste und größte Neuheit in Deutschland. Denn mit Kärnern entsteht in direkter Nachbarschaft zur Ostsee eine der höchsten Achterbahnen Europas. Der Hypercoaster von Gerstlau erreicht dabei eine maximale Schienenhöhe von 73 Metern und eine Geschwindigkeit von knapp 130 km/h. Auf der 1200 Meter langen Strecke wird es ein Überkopfelement und auch zwei Dark Ride Abschnitte geben. Besondere Highlights werden zum einen der senkrechte Lift und zum anderen die ebenfalls senkrechte erste Abfahrt. Und das Beste daran, diese beiden Elemente werden dann auch noch bei Dunkelheit in einem gigantischen Turm von 79 Metern Höhe durchfahren. Und das sind jetzt nur die wichtigsten Daten und Fakten rund um die neue Achterbahn im Hansapark.
Wer noch mehr über Kärnten erfahren möchte, sollte sich am besten mein entsprechendes Infovideo dazu anschauen. Darin erfahrt ihr dann auch etwas mehr über die Thematisierung und auch zur Gestaltung der Züge. Übrigens, ein genauer Eröffnungstermin der Anlage steht leider noch nicht fest. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Kärnten frühestens in den Sommermonaten eröffnet wird. Wenn es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, halte ich euch natürlich hier auf dem Laufenden. Daher empfehle ich euch an dieser Stelle auch ein Abo meines Kanals. Und nach diesem absoluten Neuheiten-Highlight kommen wir jetzt auch langsam zum Ende der News-Übersicht. Obwohl, stopp! Jetzt werden einige sagen, hä? Wo bleibt denn das Phantasialand? Deshalb jetzt noch ein paar Worte zu den News aus Brühl. Wie die meisten ja wahrscheinlich wissen, entsteht dort gerade die neue Themenwelt Klugheim mit einer ebenfalls neuen Achterbahn. Jedoch gibt es dazu noch keine offiziellen Informationen seitens des Phantasialands. Natürlich bleibt heutzutage im Netz nichts mehr komplett geheim und es gibt schon zahlreiche Bilder und Informationen zu finden. Aber eben auch noch nichts Konkretes. Zusätzlich gehe ich davon aus, dass dieser Bereich erst in der nächsten Saison eröffnet wird und somit auch eigentlich nicht in dieses Video gehört. Sollten jedoch neue Details zur Bahn und Klugheim bekannt werden, erstelle ich dazu natürlich ein separates Infovideo. Zum Abschluss dieses Überblicks sei jetzt noch erwähnt, dass es natürlich noch Änderungen oder Ergänzungen bei den Neuheiten in den diversen deutschen Freizeitparks geben kann. Und falls ich die ein oder andere kleine Neuheit nicht erwähnt habe, bitte ich um Nachsicht. Aber um alles unterzubringen, wäre das Video einfach zu lang und unübersichtlich geworden. Und keine Sorge! Falls es Neuigkeiten zu den erwähnten Bahnen gibt, erfahrt ihr diese natürlich hier auf meinem Kanal. So, und jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Deshalb verabschiede ich mich nun und wünsche euch viel Spaß beim Erkunden der Neuheiten und einen schönen Saisonstart. Bis zum nächsten Video bei MI Pictures Freizeitpark TV.